Servus Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Ich habe uns After Us rausgesucht. Ich habe das auf der PlayStation im Store gesehen und irgendwie sah das richtig cool aus. Und ich weiß aber auch nicht, was mich hier erwartet. Ich würde sagen, wir starten einfach mal zusammen durch und gucken mal, was uns hier so erwartet bei dem Spiel. Wie es aussieht, spielen wir wahrscheinlich das kleine Mädchen da. Ich würde sagen, wir machen einfach ein neues Spiel beginnen und gucken, was hier auf uns zukommt. Oh, wir haben einen Schnupfen. Hoffentlich nicht. Sind wir vielleicht eine Waldfee oder irgendwas in die Richtung? Was ist denn das? Fliegende Fische. Wow. Sind wir vielleicht ein Waldgeist? Die Tiere verschwinden. Was passiert hier? Mein Kind, die Arche stirbt. Die Verschlinger haben die Welt zerstört. Ich konnte spüren, dass alle Tiere sterben. Ich schützte sie mit meiner Lebenskraft, doch als die letzten starben, blieb meine Kraft in ihnen gefangen. Du musst diese Gefäße finden und die Lebenskraft in ihnen befreien. Dann bringe ich das Leben in die Welt zurück. Ich gebe dir mein Herz. Es wird dir auf deinem Weg helfen. Du musst dich allein in die Welt wagen. Sei tapfer, mein Kind. Wir müssen die Tiere retten. Oder den Wald vielleicht auch befreien. Wo sind wir denn hier? Die letzten grünen Blümchen. Ach, wie cool. Überall, wo wir hinlaufen? Oha, wie cool ist das denn? Oh, aber es verschwindet. Wir haben also das Herz des Waldes in uns. Es leuchtet in unserer Brust. Und überall, wo wir langlaufen, erwecken wir wieder Leben. Oh mein Gott, wie schön. Kann ich irgendwas machen? Okay, wir können hochspringen. Wir können nur springen bis jetzt. Und uns umgucken. Kann ich auf die Autos draufspringen hier neben? Oh. Die Pflanzen wachsen auch auf den Autos.
war hier vielleicht eventuell mal der Wald und dann ist hier irgendwas passiert. Dann kam vielleicht die Zivilisation und hat den Wald vernichtet. Okay, wir gehen mal weiter. Okay. Lang für höher. Oh, okay. Wir können einmal so. Ist doch beides das gleiche, oder? Ah, das ist der kurze Sprung und das ist der hohe Sprung. Warum schwebt hier alles? Können wir hier wirklich überall langlaufen? Ist wie auf so einem Schrottplatz hier. Ah, okay. R2 halten, um zu sprinten. Länger, aber flacher. Okay. Frage ist, wo müssen wir jetzt hinspringen? Wahrscheinlich brauchen wir das jetzt gleich. Hier ist eine 2. Da geht es super tief runter. Ich kann auch nicht ranzoomen oder weiter wegzoomen. Das macht das Spiel, so wie es aussieht, automatisch. Wir laufen mal hier weiter. Hier vorne brauchen wir wahrscheinlich gleich diesen langen Sprung. Mache einen hohen Sprung. Am höchsten Punkt des Sprunges drücken um einen... Ah, Doppelsprung. Also quasi Sprung. Okay. Ich finde das super schön, dass hinter uns immer die ganze Zeit diese Blumen aus der Erde wachsen. Kamera ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Muss ich hier drauf? Okay. Beim Doppelsprung halten, um für kurze Zeit zu gleiten. Okay. Oh, das sieht super schön aus. Ich muss wahrscheinlich hier auf die Autos hoch. Was ist das hier noch für eine Welt? Oh, jetzt steht hier eine 3 auf einmal. Eben gerade stand noch überall eine 2. Die Frage ist, müssen wir überhaupt nach oben oder können wir auch da hinten irgendwo weiter? Aber ich denke, wir müssen wahrscheinlich ganz hoch. Hier hinter. Komme ich da hoch? Das ist zu hoch für uns, oder? Ja. Ich bin in einen Riss reingerutscht hier neben. Ah, da war so ein Riss. Die Frage ist, schaffen wir das da hinzuspringen? Jo, sehr gut. Da hinten leuchtet was. Können wir was finden? Ah, nee, das ist hier
Das Licht vom Auto. Die ist auf jeden Fall gut schnell, wenn wir sprinten. Was ist das nur für eine Welt, wo wir hier gelandet sind? So spüre ich die Welt, und nun spürst auch du sie. Meine Lebenskraft ist in diesen Gefäßen gefangen. Finde und befreie sie. Diese Gefäße, dies ist eine Lebensverbindung. Öffne sie durch Drücken, okay. Zurückkehren. Hier können wir rein... Ach! Moment. Da sind überall die Tiere wie so Sternzeichen. Haben wir das jetzt bekommen? Nee, wir bekommen das wahrscheinlich erst. Wir laufen hier mal weiter. Oh nein, wir werden den Sprung nicht schaffen. Was haben wir denn da gemacht? R2 in der Luft drücken, um einen Luftsprint halten. Können wir das nach dem Doppelsprung auch noch machen? Können wir Doppelsprung machen? Können wir so? Okay. Oh, das wird uns vielleicht in einige Abgründe befördern. Aber momentan kommen wir noch ganz gut klar. Und die ganze Zeit ist hier irgendwie ein Wind am Start. Es gibt auf jeden Fall anscheinend keine Lebensanzeige. Und wir kommen mega weit mit dem Sprung. Sieht aus, als müssten wir da hoch. Oder darunter? Nee, wir müssen hier runter, oder? Die Frage ist, ob es da oben irgendwas gibt. Wir müssen wahrscheinlich runter. Ich gehe trotzdem mal nach oben. Ich bin gespannt, wo uns hier der erste Weg hinführt. Alles kaputte Straßen. Und die haben alle ihre Lichter angelassen bei den Autos.
Okay. Das wird hier schon wieder ein bisschen schwieriger. Oh mein Gott. Ich werde sowas von runterfallen hier. Oh, ich mag sowas überhaupt nicht. Wenn man auf so ganz kleine Sachen springen muss. Aber jetzt... Oh, jetzt sind wir hier auch schon irgendwo angekommen. LKW schwebt hier in der Luft. Die Welt ist einfach komplett zerstört. Oh nein! Ja, ich hab's gewusst. Ich hab R2 aus Panik gedrückt. Aber es ist gut, wir starten anscheinend immer wieder direkt da, wo wir... Was kommt denn da raus? Irgendwelcher Schlamm läuft da runter. Und wir haben auf jeden Fall immer noch einen Schnupfen. Müssen wir etwa da durch diesen Schlamm durch? Wow, was war das denn? Explosion des Lebens. Sprint und Wandlauf beim Aufladen nicht möglich. Oh mein Gott, wie hübsch ist das einfach. Und wir brauchen das, um hier diese Masse zu verdrängen. Ich mag das Spiel jetzt schon. Hier nach oben. Können wir das von nahen sehen? Okay. Das ist auf jeden Fall dieses Zeug, was hier rauskommt. Und da oben ist auch ganz viel davon. Die ganze Welt ist einfach nur verdorben. Du wirst in der Welt viele Geister finden, die Geister ausgestorbener Tiere. Befreie sie mit deinem Herzen, damit sie in die Welt zurückkehren. Okay, drücken um das Herz... Oh, zu werfen? Drücken um das Herz zurückzurufen. Okay, da wo es blubbert, das kriegen wir nicht weg, so wie es aussieht. Aber wir können jetzt das Herz werfen. Du hast einen sammelbaren Geist gerettet. Sammelbare Geister werden beim Erkunden der Welt in deiner Lebensverbindung enthüllt. Okay. Wenn du sammelbare Geister rettest, verschwinden sie aus der Lebensverbindung und durchstreifen die Welt. Wenn wir einen retten, dann läuft er mit uns mit. Kreisen. Haben wir jetzt den Hund gerettet?
Geist befreit. Okay, wir könnten dadurch, dass wir unser Herz werfen können, könnte es sein, dass hier auch was zum Kämpfen kommt. Da hinten sind die. Oh mein Gott. Das will hier zu uns anscheinend. Was haben wir hier? Das ist eine Katze. Haben wir eine Katze befreit? Wenn wir hier näher rangehen... Oh, Moment. Streicheln? Wie hübsch! Wie cool ist das denn bitte? Singe, um Geister in der Nähe zu finden. Oh, wir kriegen ganz schön viel am Anfang beigebracht. Sind das diese Geister? Oh, was habe ich jetzt gedrückt? Ah, hier können wir rauszoomen. Ich weiß nicht, was wir... Ist das im Prinzip der Weg hier, wo wir jetzt gerade sind? Haben wir da angefangen? Wir laufen jetzt den Weg entlang? Okay, es geht auf jeden Fall hier hinter. Da oben. Können wir unser Herz so weit hochwerfen? Ich kann mein Herz nur gerade auswerfen, so wie es aussieht. Wie komme ich denn da hoch? Ah, okay, verstehe. Wir müssen da auf die Plattform hoch. Dahinter und da. Ah, ich bin zu weit gesprungen. Und jetzt von hier? Können wir jetzt hier? Geist befreit. Nächstes Gebiet. Gebiet der Biene. Müssen wir hier vielleicht alle von den Geistern und dann bekommen wir den Hund? Da hinten ist einer. Da muss ich da hinten rumlaufen. Boah, die Masse, die will uns unbedingt.
Wieder ein Geist befreit. Okay, jetzt haben wir 3 Stück. Das heißt, jetzt müssten hier noch 1, 2, 3, 4, 5 müssten noch ausstehen. Okay, hier ist nichts in der Nähe. Müssen wir die alle in dem Gebiet jetzt hier finden? Ich mache jetzt mal hier das Gebiet sauber. Da haben wir noch einen. Oder nee, das war... Ich hatte gerade mein Herz geworfen. Das ist aber schon ein großes Gebiet, wo wir hier sind. Ich glaube, ich habe hier alle, sonst würde ja hier wahrscheinlich noch was angezeigt werden. Ich darf auf keinen Fall irgendwas verpassen. Du kannst freie Geister grüßen. Gestreichelt haben wir ja schon. Können wir gerade nochmal machen. Hey du! Die grüßen zurück, oder? Oh mein Gott, wie liebevoll und schön das alles ist. Die Frage ist, die Vorstadt, haben wir jetzt alles?